Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Enigmatiker 2 Expert Skyblock. In der letzten Folge haben wir hier eine ganze Menge neues Tomcraft-Zeug gemacht und diesen Ending-Transfuser gemacht. Und ich würde sagen, wir probieren den jetzt mal aus. Der kommt jetzt hier dran. Kommt der da dran oder kommt der hier unten dran? Oder kommt der oben dran? Wir probieren es einfach mal an der Stelle. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das geht so, wie es ist. Dann am besten noch ein Chest hier vorne dran. Oder erstmal keine. Wir probieren es erstmal so. So, dann legen wir hier Eisen rein und man sieht schon, es funktioniert. Er bietet uns jetzt alle Rezepte an, die es mit Eisen gibt. Das ist Taumium und Alchemical Brass. Wir haben hier drin 105 Instrumentum. Und dann gehe ich jetzt her und sage, ich hätte gerne Alchemical Brass. Und dann sieht man, dass es schneller auch geht wie die Animation. Aber wir haben Alchemical Brass. Nice. Iron. So, machen wir nochmal 5 rein hier. 1. Das geht halt sehr schnell jetzt leer. Erzeugt das Flachs? Nö. Offenbar nicht. So, 10 Alchemical Brass. Einfach so hergestellt. Und das ist das Schöne am Tomatorium. Wir können jetzt einfach alles, was wir wollen, automatisieren. Einfach Item reinlegen, auswählen, was wir haben wollen und er zieht uns das hier aus dem Lager automatisch raus und der hier packt uns alles automatisch ins Lager rein. Voll nice. Okay, dann schauen wir mal weiter. Golemancy, was ist das? Study an animated construct. Things that need to be discovered. Ich habe keine Ahnung, was der damit meint. Es gibt ja hier diesen Research Table. Create Theory. Wir können ja mal irgendwie eine Theorie ausgraben. Spellbinding. Sagen wir mal hier. Oder wir können nur den auswählen. Okay. Und dann nehmen wir mal das hier. Dann das da vielleicht. Ah, und das sind irgendwie. Ach, sind das die Kosten dafür, dass ich das hier. Ja, okay, nee, dann scrappen wir das. Also ich habe ehrlich gesagt, ich bin ein bisschen überfordert mit dem. Mit diesem Table. Ich habe es noch nicht ganz gecheckt, wie wir da zu irgendwas Brauchbarem kommen. Wir müssen mal gucken. Ja. Wir müssen mal gucken. Arcane Lamp wäre vielleicht ganz schön. Amber Block und 4 Iron Plates. Amber. Amber Block. Ist das nur so einer? Ah ja, easy. Amber Block und 4 Iron Plates. Ich sehe gerade, wir haben nur noch 3. Aber wir haben noch mehr hergestellt, genau. So. Dann können wir mal die ganzen blöden Fackeln hier wegmachen. Die mag ich nämlich nicht. Ich glaube, wir haben eh keine Mobs hier auf diesem Planeten. So, dann gehen wir mal hier in die Mitte. Und stellen einfach mal die Lampe hin. So, und die sollte jetzt Stück für Stück die ganze Umgebung hier ausleuchten. Denn wir können hier auch nicht schlafen. Also ich kann es dir mal zeigen. Funktioniert nicht. Übrigens auch ohne Sleep Charm und so. Alles schon probiert im Stream. Man kann hier die Nacht nicht überspringen. Deshalb gilt es, die Nacht so gut wie möglich auszuleuchten. Okay. Dann
Wie ist es denn damit? Wir müssen mal Magic Tallow machen. Dafür brauchen wir Ignis und Rotten Flesh. Okay, das ist eigentlich easy. Rotten Flesh. Nehmen wir einfach mal 4. Wie viel Ignis haben wir? 6 Stück. Das ist jetzt nicht so viel. Ignis. Können wir aber einfach so herstellen. Na? Sehr schön. Ihr seht schon, die Slurry Pump hier, die ist schon, die bringt schon ordentlich was. Hat jetzt wieder ein bisschen Flachs produziert, aber was will man machen? So, und dann können wir jetzt uns auswählen, wollen wir es zu Leder oder zu Magic Tallow machen. Wir in dem Fall wollen wir jetzt Magic Tallow. Zack, zack, zack. Ich finde es interessant, dass es viel schneller als die Animation ist, aber es ist okay. Und schon haben wir Magic Tallow. Complete. Glowstone und Gunpowder. Okay, Glowstone und Gunpowder. Ist kein Problem, ne? Kann ich... Crucible. Substance, simpler, not just ever. Muss ich das jetzt wirklich so duplizieren? Offenbar. Na toll. Glowstone, Lux und Sensus. Okay, dafür müssen wir erstmal was mit Lux einschmelzen, wie zum Beispiel diese Torches. So, Sensus. Wo kriegen wir denn Sensus her? Dimensional Pattern. Hier, Red Plastic Road. Plastic Block. Nee, Plastic Road, ne? Plastic Block, Plastic Road. Plastic Block. Plastic Road. Plastic Road. So vielleicht? Plastic. Irgendwie nicht. Naja, mal gucken, ob es noch was besseres Sensus gibt. Sensus. Ach, Plastic Blocks auch. So, wo sind meine Label? Da haben wir das und da haben wir das. 9. Plastic Block. So, also es funktioniert wirklich wunderbar schnell mittlerweile. 17. Okay, wenn ich jetzt einen Glowstone hier reinlege und dann sage, ich möchte ihn gerne duplizieren. Das ist toll. Und ist jetzt das Buch zufrieden? Ja, ist es. Okay. Und bei Gunpowder, Perditio, Ignis und Alchemia. Okay. Perditio und Ignis. Also Ignis haben wir noch genug. Perditio. Perditio, Perditio, Perditio. Oh, ich habe den Perditio-Aspekt irgendwie. Ordo, Perditio. Das ist natürlich auch ein Primäraspekt, ne? Da gehört natürlich genau hier noch dahinter. Wir haben zu wenig.
Die kann man ganz ins Deck reinhauen. Guck mal, wie schnell das hier geht. Der Wahnsinn mit der Taumium Essentia Smeltery. Ja, und der. Also mit dank der Venting Ports hält sich der Flux wirklich in Grenzen. Okay. Nur Alchemika. Wie kommen wir da dran? Blaze Quartz. Really? Blaze Quartz? Na, meinetwegen. Wobei das jetzt gleich voll ist. Und dann geht's da rein, ja, das habe ich befürchtet. Was will man machen? 1 hat 1. Okay, wir brauchen 10, oder? Für einmal verdoppeln brauchen wir. Nee, nur, wir brauchen sogar noch 5 von dem Zeug, okay. Die lasse ich jetzt erstmal unbeschriftet, weil ich mir noch nicht sicher bin, ob mir das so gefällt. So. Alchemia ist hier noch nirgendwo. Das hier ist Ignis, genau. Da kommt Alchemia. Wo geht's hin? Da rein. Okay. Gut, wir haben genug. Dann legen wir ein Gunpowder rein. Sagen verdoppeln. Damit die ganze Show sehr glücklich ist. Zack. Und Quest. Completing. Sag mal. Bestia und Fabrizio. Zwingt er mich jetzt hier einmal durch das halbe Buch durch oder wie? So, erstmal ein bisschen aufräumen hier, das ist schlimm. Bestia. Ich meine, das Gute ist, dass wir in der Zeit wenigstens an die ganzen Aspekte kommen, aber so 100% happy bin ich nicht damit. Milch. Eine Rope. Oh. Das macht es verhältnismäßig einfach, weil da nur ein Bestia drauf ist. Oh. Viel Spaß. So, wo geht's rein? Da, zack, Label drauf. Und Fabrizio. Da. Was hätten wir denn da? Eine Sense, ein Measure Tape. Oh, Woven Cotton wäre noch gut gewesen. Okay. Woven Cotton wäre sogar ziemlich gut gewesen. Was ist das hier? Crafting Placeholder. Ah ja. Perfekt. Man muss einfach nur die richtigen Sachen finden, ne? Und dann ist es perfekt. Sachen, die nur einen Aspekt haben, sind am besten. So, und dann soll ich jetzt, was machen, ein Weed reinlegen und einen String draus machen, okay. Warum auch immer. Hier ist ein Weed, ich hätte gern String. Danke. So, happy? Ja, Lava Bucket. Mit 5 Terra und 15... Ignis, haben wir noch 15 Ignis? Ja, locker. Und Terra haben wir noch, auch genug. Okay, jetzt einen Eimer zu einem Lava-Eimer machen. Okay. So, und... Ach nee, da ist noch was. Cobweb. Ein String und
Vinculum wird zu einem Kopfverb. Okay. Ein String und Vinculum. Wo kriegen wir das jetzt her? Gut, klar. Swiss Crystals ist logisch. Aber kriegen wir das irgendwo noch einigermaßen rein her? Ohne möglichst viel Nebenprodukte. Okay, das wäre ziemlich nice, weil da gute Sachen drin sind, aber haben wir jetzt gerade nicht. Türen. Okay, Türen wäre eine Möglichkeit. Hier, Amber. Amber. Ah ja. Das Zeug läuft bald über. Warte mal. So. Jetzt nicht mehr. Jetzt haben wir hierfür mal eine White Jar, weil dafür haben wir viel zu viel. Jetzt ist die Frage, ob er das jetzt voll macht oder ob einfach alles da reingeht. Und danach können wir die mal austauschen und schauen, ob es vielleicht anhand der Entfernung ist. Dann könnte man zweimal hintereinander irgendwie machen. Einmal ohne Void und einmal mit Void, dann hätten wir alles doppelt da. So, da ist genau das, was wir haben wollen. Und das landet hier drin. Label drauf. Was mich aber mindestens genauso interessiert, ist 129 davon. Es müsste gleich losgehen. Okay, es geht alles in die Voyager. Okay. Auch wenn ich das hier label. Ja, auch dann. Gut. Dann tauschen wir mal durch. Amber. So, 4 verheizen wir nochmal. So, schauen wir mal, wie es jetzt aussieht. Ob das jetzt. Ja, Tatsache, jetzt. Ah, okay, jetzt füllt sich erst das. Und wenn das dann voll ist, okay, gut. Dann müssen wir uns eine Konstruktion hier überlegen. Dann müssen wir das Lager eigentlich umbauen. Eigentlich hier 2 Reihen. Eine so und dahinter noch eine mit den Void Jars. Oder dann noch eine mit normalen und dann eine mit Void Jars. Ne, je nachdem, wie viel wir haben wollen. Aber viel haben ist besser als viel brauchen. Würde ich jetzt mal behaupten. So. Weg mit dem Müll. Complete. Ja, er ist glücklich. Okay. Damit haben wir jetzt hier verschiedene Dinge freigeschaltet. Liquid Death. Okay. Ah, wir haben jetzt Warp bekommen, weil wir was Böses erforscht haben. Also das gibt's offenbar noch. Okay, 20 Alchemie, 100 Mortus und 50 Perditio. Das Liquid Death ist halt ziemlich böse, also flüssiger Tod, wer hätte gedacht. Das können wir irgendwo in ein Loch kippen und dann Mobs reinwerfen und dann sterben die Mobs und droppen Crystals. Ja, habe ich doch schon gesehen. Warum war da noch ein Schnee? So, Bottle Taint. Falls wir irgendwas vertainten wollen. Ah, noch mehr Warp. Ever Full On. Okay. Ein Flower Pot. Nicht, weil das wir es wirklich bräuchten. Na egal, wir brauchen es wirklich nicht. Aber wir könnten es machen. Und Potion Sprayer. Und dafür brauchen wir wieder so eine Theorie-Alchemie.
keine Ahnung, wie wir das mit dieser Theorie machen. Es gibt ja auch noch andere Forschungsdinger. Zum Beispiel, wir haben ja hier Flachs. Na, ihr seht, das ist schon wieder mehr geworden. Und es gibt so einen Flachs-Scrubber, also so eine, ja, so eine Entflachsungsmaschine, nenne ich es mal, die den Flachs aufsaugt. Und da weiß ich nicht, wie man das freischaltet. Das ist wohl hier unter Fundamentals irgendwo. Irgendwo hier oben, aber da ist nichts. Also wir müssen das irgendwie noch freischalten. Aber keine Ahnung, wie. Wobei das hier auch mal was wäre. 5 Aurum, 10 Precantatio, 20 Vitris. Okay, 5 Aurum haben wir, aber Precantatio haben wir, glaube ich, gar nicht. Ne? Aurum haben wir noch 7 mehr. Schauen wir mal, wie wir da am besten dran. Netherstars. Ja. Netherstar ist eigentlich nice. Netherstar. Lass mal so 3 Netherstars verbrennen. Müssen wir kurz warten, bis die Wither gespawnt und gekillt sind. Aber ich glaube, Netherstars sind gut. Weil die uns jetzt auch gleich noch zusätzlich hier das Aurum geben. Ordo geben sie uns noch und Alien. Das, oder wie das nochmal heißt, dieses Alien-Zeug da. Ah, da sieht man schon, das dauert jetzt ein bisschen, weil das schon. Weil da viele Aspekte drin sind. So, und da ist das, was wir suchen. So, hier ist es eigentlich das gleiche mit der Voyager. Aber wir müssen das nachher mal schöner machen. Oder im Stream mal schöner machen. So, 35. Okay. Und dann ein Ordovis Crystal. Ordovis Crystal. So, den werfen wir jetzt hier rein und sagen ein Blank Lesser Focus. So, und der zieht das jetzt aber aus dem hier raus. Okay. Ja gut, das ist völlig in Ordnung. Okay. Complete. Examine Fire very closely. Was meine ich mit Focal Manipulator? Okay. Schauen wir mal, ob wir es gebaut bekommen. Foku Manipulator. Focal Manipulator. Okay, das können wir hier nicht auswählen, weil Baum wahrscheinlich. Eine Eisenplatte und ein Netherquarz. Iron Plate und ein Nether Quartz. Iron Plate, Nether Quartz. So, ein Vis Resonator. Okay. Und dann brauchen wir Arcane Stone und noch mehr Iron Plates. Ein Stone Table, also normalen Stone, okay. Stone. Arcane Stone. Gold und Iron Plates. Gold. Und Iron Plates. Gut. So, der Tisch war irgendwie so, wenn ich mich nicht irre, genau. Stone Table. Pulator. Dann glaube ich, war es noch Arcane Stone Slab, okay.
So. Dann Gold, Gold. Iron Plate, Iron Plate. Mal schauen, ob ich es auswendig hinbekomme. Das Ding dahin, das Ding dahin. Und hier Arcane Stones. Jawohl. 87 Wiss. Und schon haben wir den Focal Manipulator. Aber wir können sie fertig machen, weil wir ein Feuer in direkter Nähe starten müssen. Oder wie? You have failed a touch of flame. Tatsache. Ich musste mich selber anzünden dafür. Alles klar. Das klingt total logisch. Hier verschiedene Focus, Elementeffekte, Recharge Pedestal. Oh. This specially crafted pedestal can recharge restoring. Achso, ja, genau. So, und Workbench Charger. Nein, dafür brauchen wir die Theorie Auromancy und die haben wir noch nicht. Wisst Amulett. Dafür brauchen wir auch Auromancy. Wie kommen wir an diese blöden Theorien? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Vizium. Fokuseffekt Flux. Okay. Ich sag mal so, also wir sind schon gar nicht mal so unweit. Ne? Hier ist noch ein Mirror, dafür brauchen wir richtig viel Zeug. Fist Power Generator. Die ganzen Theories. Keine Ahnung, wo man die herkriegen soll. Gut, das würden wir locker schaffen, aber Hungry Chest. Ja, wobei, es gibt einen Levitator, brauchen wir eigentlich auch nicht. Also ich glaube, als nächstes sollten wir vielleicht mit einem Table hier anfangen. Ist das wirklich? So billig? Brick, okay, gut, kein Problem. Cane Stone Brick. Daraus besteht der Boden, daher kein Stress. Tatsache. Eine Runic Matrix. Ja, moin. Jetzt ist die Frage, ob wir das vielleicht nochmal umstellen. Die Lampe. Ich denke schon. Jetzt wird wahrscheinlich wieder alles dunkel. Aber mir ist, glaube ich, lieber, wenn hier der Altar steht. Nee, ich glaube, das müssen auch Bricks sein, ne? Nee, einfach nur Steine, okay. Stable. Aha. Okay. Ah, nee, da unten muss noch ein Pedestal sein. Okay, es ist quasi so wie früher auch. Okay, gut, das ist jetzt auch nicht das Problem. Das einzige Problem dürfte es sein. Ach, du wisst. Das mit einem Zauberstab zu behauen, denn wir haben noch keinen. Wir haben noch keinen Zauberstab. Wenn ich mich nicht täusche.
Oder geht es auch wieder mit Salis? Salis Mundus. Ich glaube zwar nicht, aber wir können es ja mal ausprobieren. Vielleicht auch schon. Okay, ich habe mich getäuscht. Na gut, alles klar. Gut, dann würde ich sagen, haben wir wieder eine ganze Menge Zeug geschafft heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns im Livestream oder in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.